Auf der Reise durch den Norden Deutschlands entdeckten wir zufällig am Straßenrand das verlassene Haus von Inge und Walter. Schon als wir das Haus betraten, trauten wir unseren Augen nicht, denn wir fanden eine noch komplett unberührte Zeitkapsel vor. Das Ehepaar selbst träumte vom großen Lottogewinn und einem Leben im Reichtum. Ob hinter der Geschichte des Hauses ein Happy End oder doch eine Tragödie steckt, erfahrt ihr in diesem Video. So, und damit einen wunderschönen und willkommen zu einem weiteren kleinen Lost Place Abenteuer hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir befinden uns wieder in einem verlassenen Haus, eine kleine Zeitkapsel, ein absoluter Zufallsfund gerade am Straßenrand. Wir wissen wirklich absolut nicht, was uns jetzt hier in diesem Haus erwartet. Wir sind gerade schon mal kurz hier vorne reingegangen und es ist wirklich eine Zeitkapsel, also macht euch auf was gefasst. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal anfangen zu erkunden, Flora, oder? Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch richtig, richtig gespannt. So, hier vorne geht's scheinbar schon mal los mit einem kleinen Vorraum. Wir sehen, dass hier auch eine Jacke hängt. Wir gehen auch fest davon aus, dass hier eine ältere Dame zuletzt gelebt hat. Also definitiv. Aber hier ist jetzt wirklich noch nichts Spannendes, außer ein paar, ja, Klamotten. Tatsächlich sogar Erkältungsbalsam. Spikeman Shaving Cream. Aber sonst auch wirklich nichts. Hier eine alte Lesebrille. Fensterputzer und halt, wie gesagt, ein paar Pflegemittel. Ach, hier, guckt mal, hier ist auch noch so ein alter Braunrasierer drin. Vor allem nicht nur einer, hier ist auch noch einer. Vielleicht hat einer am Ende nicht mehr funktioniert, aber das lässt ja eigentlich darauf schließen, dass hier vielleicht doch mal ein Ehepaar gelebt hat, ein älteres, wo der Mann noch vielleicht vorzeitig verstorben ist und sie hat am Ende dann wieder die Stellung gehalten. Ihr seht schon, dass hier teilweise dolle zugesponnen schon ist. Aber dieser Ort ist wirklich absolut unberührt. Weil guckt euch das hier jetzt mal an. Wir haben hier wirklich wieder eine richtig kleine Zeitkapsel. Obwohl man sagen muss, dass der Fernseher, der jetzt hier vorne steht, definitiv ein bisschen neuer aussieht. Auf den ersten Blick sieht man auch direkt, dass die Pflanzen, die hier so, ja, vereinzelt stehen in der Fensterbank, auch alle vertrocknet sind. Also das muss hier wirklich schon lange verlassen sein. Auch wirklich immer vereinzelt richtig zugesponnen hier. Teilweise auch schon ein bisschen Dreck und moderig. Aber sonst absolute Zeitkapsel. Schimmeln tut das Haus eigentlich noch gar nicht, wie man sieht. Aber von der Einrichtung her und sowas sehr, sehr staubig schon. Hier vorne sogar noch so ein altes Telefon, was auch schon einen leichten weißen Fleck hat. Das funktioniert noch. Ja, ja, das funktioniert noch. Ja, ja, dann wird hier auch noch Strom gehen. Safe geht hier noch Strom. Ja, kann sein. Aber das Telefon läuft noch. Das hatten wir wirklich noch nie, ne? Nee. Du hast einen Namen schon? Inge und Walter. Inge also und Walter. Also tatsächlich ein Ehepaar. Einer war auch definitiv nicht mehr so gut zu Fuß, weil hier auch noch ein Krückstock so am Tisch angelehnt ist. Aber ja, dann hat hier wahrscheinlich ein älteres Ehepaar gelebt. Vielleicht beide sogar zeitgleich verstorben, könnte ich mir durchaus vorstellen. Hier vorne auf dem Tisch ist jetzt sogar noch ein privates Bild, schätze ich mal fast, ne? Das ist auch schon dolle zugesponnen hier oder zugedreckt. Ja. Vielleicht ist das Inge gewesen. In jungen Jahren. Die junge Frau, ja. Ja. Gut möglich. Lass mal hier wieder hin. Hier auf dem Sofa sieht man auch übrigens, dass das schon lange, lange verlassen ist, ne? Ich bin echt mal gespannt, ob wir noch ein Datum oder sowas finden. Naja. Weil es ist teilweise wirklich schon viel, viel natürlicher Verfall hier. Aber zum Glück wirklich kein Vandalismus. Was ich auch eben gesehen habe, komm mal hier. Guckt euch das mal an. Das ist so süß. Lotto am Mittwoch. Einfach die ganzen Lottozahlen. Ne? Ja, aber so auf Pappe geschrieben, ja. Hier auch. Das ist echt krass, ne? Ich werde aber auch nicht schlau von, wann das hier ist. Wir werden schon noch ein Datum finden, denke ich.
jetzt hier auch nicht so. Guck mal, hier hat hier sogar Coupons und Lotto. Also die haben hier wirklich viel Lotto gespielt. Ja. Guck mal, alles ausgeschnitten. Haben wir vielleicht vom großen Jackpot geträumt. Vielleicht nochmal, um sich ein schönes Leben zu machen, ne? Hm. Schwierig. Hier jetzt auch nochmal etliche alte Gläser hier so im Schrank. Allgemein, die Kommode ist hier auch noch komplett voll mit, ja, auch sämtlichen alten Briefen und Papieren. Noch mehr Lottoscheine tatsächlich. Und ein paar Salbei-Tees. Auch interessant. Tatsächlich gar nicht lange. Gar nicht lange? Die Rechnung ist von September 2019. Okay, das geht aber, ne? Aber seit 2019 hätte ich jetzt auch fast vermutet, wenn ich ehrlich bin. Weil so dieser natürlicher Verfall, das ist so 5-6 Jahre muss das mindestens sein. Krass finde ich einfach auch. Sieht man halt auch selten auf Lost Places. Da sieht man wieder, wie unberührt dieser Ort ist, wenn der Fernseher noch steht. Also wirklich, das ist ja mit immer das Erste, was sie alle klauen, ne? Einbrecher und sowas. Aber hier steht einfach echt noch alles. Und hier vorne auch nochmal etliche Lottoscheine, ne? Krass, ey. Wie viel Lotto die gespielt haben. Dass sie das auch alles aufgehoben haben. Ja. Also ich würde sehen, ich habe verloren und weg damit. Vielleicht haben sie auch im Lotto gewonnen und sind weg hier. Ja. Haben sie gedacht. Das wäre schön. Das wäre schön für die beiden. Definitiv. Hier jetzt, wie gesagt, nochmal, wo wir eben das Telefon schon hatten. Auch nochmal ein kleiner Sitzsessel. Und dann geht's hier direkt rüber in den Flur. Welcher? Alter, guckt euch das mal an da hinten. Oh, da gehen wir gleich nochmal hin. Aber alleine hier im Flur hängen jetzt auch nochmal ein paar alte Hemden. Männerhemden, schätze ich mal fast. Und auch Jacken. Schöner Mantel hier noch. Alter. Ja, echt abgefahren. Das ist dann aber auch wieder Frauen, ne? Ja, hast du auch vereinzelt Frauenklamotten, ja. Vielleicht ist ja auch einer gestorben und einer irgendwie im Altenheim oder so. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Und vielleicht echt keine Kinder gehabt, dass das jetzt hier alles einfach verfällt, ne? Ja. Interessant ist die Tapete, hast du die gesehen, Flora? Irgendwie so Reiter, ne? Ich finde sowas mit einer Hundestaffel. Ich finde sowas mittlerweile echt immer cool. Also so altmodische Tapeten. Mhm. Es sieht schon faszinierend aus hier, wirklich. Hier geht es dann scheinbar auch vom Flur aus noch nach oben, auf eine Art Dachboden. Können wir uns später auch nochmal anschauen. Aber hier möchte ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Hier im Eingangsbereich steht nämlich auch noch eine kleine Kommode. Ich schätze mal fast, dass das der Schuhschrank war. Ja, hier sind etliche Schuhe drin. Auch Damen, Herren und Hausschuhe. Und noch ein Spiegel. Auch noch komplett heile, unberührt, wie sich das gehört. Ja, und hier schätze ich einfach mal, dass das der ehemalige Haupteingang war jetzt hier im Flur. Also wo die Hemden und sowas hängen. Hier sind auch die Stromzähler. Aber hier ist auch alles. Ja, Zählerwechsel 2010, das letzte Mal. Auch interessant. Ach, jetzt sehe ich hier gerade, hier sind ja sogar noch so alte Mützen. Guckt euch die mal an. Was haben wir hier drin? Elbsegler. Also eine kleine Schifffahrtmütze. So, und jetzt geht's hier scheinbar rüber in die Küche. Au, hier ist aber der Verfall schon gut fortgeschritten. Seht ihr das? Hier ist aber jetzt schon wirklich dolle. Natürlicher Verfall. Also hier ist wirklich sogar alles schon am Schimmeln hier oben. Wir haben ja auch schon leichten Schwarzschimmel. Tropft teilweise auch hier runter. Stehen sogar noch so alte Pfannen. Guckt euch mal an, wie geil zugesponnen das jetzt hier schon wieder ist. Und hier, ja, sogar noch ein bisschen Wasser drin. Das sieht sogar fast aus, als hätte es hier vielleicht reingeregnet. Weil so feucht wie das hier ist, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist aber interessant, dass dann hier einfach noch das Telefon und der Strom und so geht, ne? Ja. Sonst haben wir hier jetzt noch eine kleine. Das finde ich wiederum cool. Das sieht so richtig so Ami-mäßig aus, ne? Ja. Aber früher war das halt echt so. Diesen kleinen Sitzpolstern, so, die so um die Ecke ging, macht sich heute keiner mehr. Wer macht sich denn heute noch so eine Sitzpolster
Garnitur in die Küche? Keiner. Keiner, ne? Aber ich find's cool. Ja. Also mittlerweile ist sowas wieder angesagt. Also ich würde mir sowas auch in die Küche stellen. Ja, ja. Bei Oma und Opa kenne ich das auch noch. Die hatten das auch. Ist jetzt auch nochmal ein Kalender, ne? Aber hier ist kein Datum drauf. Aber hier wurde mal was geschrieben zum 9. Dezember. Und wir haben hier den 5. Dezember. Das ist auch schon wieder interessant, ne? Das ist schon wieder so richtig Lost Place Feeling. Immer im Dezember. Entweder an Ostern oder an Dezember. Ansonsten haben wir hier in der Küche jetzt noch einen Schrank mit alten Holzbrettern. Auch schon gut am Durchgammeln hier, kann man sehen. Alte Teller. Hier ist auch noch der Kaffee. Komplett verschlossen sogar. Jakobs. Ja, einfach alles, was man so zum Kochen und so brauchte, ne? Tatsächlich sogar ein paar Medikamente. Hier ist sogar irgendein Zettel von 2018. Brunnen- und Rohrleitungsbau. Vielleicht wollten die sich sogar noch einen Brunnen am Ende bauen hier oder sowas. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Nur leider können wir nicht in den Garten, weil hier links und rechts überall Nachbarn sind. Und wir haben echt Angst, dass die uns hier in diesem Haus sehen. Und jetzt hier noch eine richtig alte Waage. Scheint sogar noch perfekt zu funktionieren, wie man sieht. Scheinbar geht es auch hier jetzt rüber in eine Art Waschküche, die aber wirklich nicht dolle groß ist. Wir haben ja sogar noch eine Toilette direkt. Ich weiß nicht, ob das sogar die Haupttoilette war, weil ich habe jetzt keine andere Toilette größtenteils gesehen. Sonst sind hier noch ein paar Apfelschorlen oder Apfelsaft. Oh, ich sehe gerade, was ist das denn? Eieiei, guckt euch das mal an. Hier ist noch ein Keller. Ah, der ist komplett überflutet. Guckt mal, könnt ihr das sehen? Der ganze Keller ist unter Wasser. Frage ist auch schon, wie lange, aber das Ding läuft hier definitiv schon lange, lange voll. Das stand wahrscheinlich alles mal richtig schön in den Regalen hier. Tja, vielleicht mussten sie das Haus dann auch am Ende wirklich aufgeben. Wirklich schade. Vielleicht haben sie deswegen so viel Lotto gespielt. Aber guck mal, es sieht irgendwie auch wieder so ein bisschen fluchtartig aus. Fluchtartig verlassen, ne? Wäsche hängt hier schon noch. Hier hängt wirklich noch Wäsche. Ja, vielleicht war es wirklich. Vielleicht gab es ja auch ein Hochwasser oder ähnliches. Ich weiß es nicht. So, das waren jetzt aber auf jeden Fall schon mal die ersten paar Räume. Ich würde wirklich sagen, dass es eine absolute Zeitkapsel ist. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Wir haben jetzt noch, glaube ich, das Schlafzimmer oder sowas, ne? Ja. Und ein Dachboden. Gut, Keller, habt ihr gesehen, können wir vergessen. Den können wir nicht erkunden. Aber ich glaube, dass uns noch das ein oder andere Schmuckstück hier erwartet. Da bin ich absolut sicher. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt erstmal weiterschauen. Ich bin auch gespannt. Wenn man jetzt hier aus der Küche rauskommt, hat man hier noch so eine kleine Nische, wo auch noch mal ein paar Lebensmittel. Und das ist hier sogar so ein Teppichklopfer, ne? Teppichklopfer gelagert worden. Hier oben steht noch Kakao, ein bisschen Mehl. Und hier unten auch noch mal Kakao und ein paar Wärmflaschen. Ich habe schon extrem viele Wärmflaschen gefunden in dem Haus. Vielleicht hat hier wirklich mal jemand immer ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Oh, das ist ja jetzt die Frage, ob das das Schlafzimmer ist. Aber das sieht ja auch noch mal richtig schön aus, ne? Auch diese Tapete und so, ne? Gut, hier ist sie jetzt schon wirklich. Seht ihr den Unterschied? Hier schon viel natürlicher Verfall. Schimmelig. Ich schätze mal wirklich, dass das Haus von unten nach oben weggammelt. Einfach nur. Wirklich, wirklich schade. Und dieses Haus hier. Hier kann man jetzt sehen, dass hier halt so eine, ja, bessere Tapete noch ist, ne? Hier ist sie halt echt noch komplett schön. Leicht pompös sogar. Und ansonsten hier noch ein paar schöne Gemälde. Eine schöne Wanduhr hängt hier noch. Hier auch noch eine kleine Rose. Sogar auch Flora hat gerade noch ein Bild entdeckt. Das ist vielleicht Walter und sein Bruder. Ja, das sieht schon sehr, sehr alt aus, ja, auf jeden Fall, dieses Bild. Und wie du schon am Anfang meintest, ich glaube, die hatten keine Kinder. Nee. Bisher nichts gesehen, was darauf hingedeutet hat. Glaube ich auch nicht. Aber ich glaube fast, wenn man das so sieht, das ist ein ziemlich kleines Bett, ne? Es sei denn, die beiden haben echt getrennt geschlafen, ne? Ja, aber sonst gab es ja bisher kein Bett. Oder es hat halt wirklich jemand am Ende einfach nur hier alleine noch geschlafen. Und dann war das hier wahrscheinlich so das Hauptschlafzimmer. Auch etliche Bücher
die hier noch rumstehen. Was ist das hier? Meisterschure. Hier, Familienglück. Guckt euch mal diese alten Bücher an hier. Puckis Familienglück. Das sind wirklich sehr, sehr alte Bücher. Hier, ich habe ein Geburtsdatum gefunden. Und? Von ihr. Also, oder ich weiß nicht, vielleicht auch von ihm, aber Geburtsdatum 35. Also, das ist ja wirklich schon, das ist schon eine Hausnummer. Ist auf jeden Fall alt geworden. Ja. Definitiv. Doch noch ein erfülltes Leben gehabt. Im Zickzack durch die Damenwelt. Auch hier noch ein richtig altes Buch, welches sogar auf so einem richtig alten Radio steht. Seht ihr das? Das auch. Was könnte das sein? 2041, aber sonst sehe ich hier keine Marke oder so. Ach doch, hier. Hm. Was steht da? Oh, das ist schwer zu entziffern. Keine Ahnung. Wenn man sich damit auskennt, könnte man das wahrscheinlich wissen. Grimbig oder so? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Oh Gott, jetzt habe ich mich hier gerade am Kronleuchter gestoßen. Auch noch hier kleine Kristalle dran hat. Es ist echt abgefahren. Aber wenn ich werde den Gedanken nicht los, wenn das Telefon noch ging, dann muss hier irgendwo noch Strom laufen. Es sei denn, es ist wirklich der Hauptsicherungskasten aus, ne? Aber hier geht halt nichts mehr. Hier auch, wo Flora eben stand an der Kommode, ist hier oben sogar auch noch mehr ältere Bilder. Ist sogar ein altes Familienbild. Vielleicht ist sie das sogar. Mit Hund. Und hier ist auch noch ein, ja, jüngerer Herr, vielleicht war das ihr Mann in jungen Jahren, der hier vor einem Zaun steht. Es ist wirklich eine Zeitkapsel. Also wir können auf jeden Fall festhalten, das haben wir schon rausgefunden, dass hier ein älteres Ehepaar gelebt hat. Wir haben jetzt noch den Dachboden, größtenteils hier unten haben wir alles erkundet, aber ich komme aus dem Staunen schon wieder nicht raus, Flora. Ja. Also es ist wirklich, wir können ja auch schon wieder so eine richtig kleine Geschichte ergründen. Na, man weiß so, was die Menschen gerne gemacht haben. Aber wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir vielleicht doch noch irgendwas finden, was auch definitiv auch noch sehenswert ist. So, und jetzt einmal hier wieder vorbeischleichen an der schönen Pferdetapete. Und dann haben wir jetzt hier noch den Aufgang auf den Dachboden. Boah, hier sind noch alte Gemälde. Tatsächlich. Noch ein paar Raritäten. Eieiei. Boah, guckt euch mal diese Truhe an, die hier steht. Das ist ja wirklich. Ja, ein paar Sachen sind hier definitiv noch gelagert worden. Also hier größtenteils Elektroschrott. Aber hier sind noch ein paar Klamotten, die beiden vielleicht einfach nicht mehr gebraucht haben. Ich glaube sowieso, dass Inge als letztes hier alleine gelebt hat. Da bin ich felsenfeste Überzeugung von. Was ist denn das hier? Ist das eine alte Fritteuse? Ja, ne? Ja, würde ich sagen. Das ist eine Fritteuse. Ey, das ist ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja auch eine Rarität hier gerade, oder? Hier ist auch irgendwie. Jesus. Junge, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe jetzt aus Versehen hier irgendwas umgehauen. Irgendwelche Holzsachen. Was ist das? Keine Ahnung. Ach, alte Lampen. Ah. Ja, das sind so Wandlampen. Hm. Ja. Irgendwie bin ich jetzt gerade gegen den Karton gekommen und dann ist der umgefallen. Das wollte ich nicht. Aber hier kann man schon sehen, dass hier teilweise sogar schon das Dach offen ist. Und dann schätze ich mal fast, dass es einfach hier reingeregnet hat. Da drüben ist sonst auch nichts mehr weiter, außer ein paar. Ein paar Sachen sind hier, aber ich will hier ehrlich gesagt nicht weitergehen, weil das hier unten schon so alles eingestürzt, nass ist. Schwierig. Deswegen würde ich sagen, werden wir jetzt wieder nach unten gehen. Oh, das ist aber auch hier von der Deckenhöhe. Schon wieder muss ich echt aufpassen, dass ich mir hier nicht in den Kopf stoße. Echt abgefahren hier. Wenn man hier wieder so runterkommt, ne? Ich glaube wirklich, dass die sich hier ein schönes Leben gemacht haben. Definitiv. In diesem Sinne würde ich mich jetzt aber bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat diese Zeitkapsel genauso gefallen, wie sie uns gefallen hat.
Inge und Walter hatten hier definitiv, glaube ich, ein erfülltes Leben. Ich schätze wirklich, dass Inge als letztes hier alleine gelebt hat. Vielleicht ist Walter schon vorher verstorben oder ja, getrennt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wir haben auf jeden Fall nur noch ein Bett hier. Und das lässt schon deutlich darauf schließen, dass hier am Ende nur noch einer gelebt hat. Aber schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und falls ihr noch ein Lost Place Video sehen möchtet, schaut mal in dieses rein. Hier am Flora und ich auch eine absolute Zeitkapsel genauer unter die Lupe genommen, nämlich das Haus von Irma. Schaut unbedingt rein, kann ich euch empfehlen. Und ansonsten behaltet wie immer den Kopf frei. Ciao.